Ballett zu tanzen ist schon etwas anderes. Nicht viele Jungs würden das machen. Ich wusste nicht, was Ballett war, bis ich damit angefangen habe. Dann dachte ich, Ballett wäre nur was für Mädchen, die auf ihren Zehenspitzen tänzeln in rosa Tütüs. Doch es gibt gewisse Punkte im Ballett, die sehr männlich sind. Mein Traum ist es, irgendwann zu den besten Balletttänzern zu gehören. Mein Traum ist es, in einem Ensemble zu tanzen. Daher müssen wir auch auf vieles verzichten, aber es ist eine einmalige Chance, die man wahrnehmen muss, um in dem, was man liebt, gut zu werden. Meine besten Freunde sind natürlich die, mit denen ich tanze. Wir waren 3 Jahre richtig dicke Freunde und es fühlt sich unglaublich komisch an, sie zu verlassen. Wir haben uns 5 Jahre darauf vorbereitet. Seit ich angefangen habe, hatte ich immer die Kunsthochschule vor Augen. Es ist der blanke Horror, vor einer Jury zu tanzen, die über deine Ballettzukunft entscheidet. Ich bin so müde. Klar bin ich nervös. Was ist, wenn ich nicht reinkomme? Was machst du eigentlich, wenn du nicht mehr tanzt? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Meine Eltern wollten, dass ich gute Noten schreibe und einen guten Abschluss mache. Für mich gibt es keine andere Wahl, als zu tanzen. Ich kann mir nichts anderes vorstellen als Ballett, wenn ich erwachsen bin. Ich werde alles dafür geben.